Wir haben den 28.09.2020, 11.22 Uhr. Ich stehe heute mit drei Petitionsübergebern vor dem NDR in Kiel. Wir haben gerade eine Petition übergeben mit 63.000 Unterschriften aus ganz Deutschland, die einen öffentlichen Diskurs in den öffentlich-rechtlichen Medien über die Corona-Situation fordert. Ich habe hier drei Menschen, die diese Petition übergeben haben und die sich bereit erklärt haben, nochmal zu erzählen mit eigenen Worten. Wie geht es euch jetzt? Was ist passiert? Wie fühlt ihr euch? War es ein Erfolg für euch? Ja, ich übergebe das Wort. Ja, fange ich mal an. Holger Thiessen von der Notstation Rendsburg. Und ich bin hierher gekommen, um das mit zu übergeben, weil eine von uns mich gefragt habe, dabei sein zu wollen. Und ich tue es gerne, weil ich davon überzeugt bin, dass zurzeit nicht objektiv berichtet wird. Jetzt die Übergabe fand ich aus meiner Sicht gelungen. Auch, ich sag mal, der Herr Schmidt, der das entgegengenommen hat, ich habe das Gefühl, dass er es so weiterreichen wird, dass eventuell zum Beispiel Herr Bakti oder andere im NDR mal eine Chance kriegen, an einer Diskussion, an einer Talkshow teilzunehmen. Und darum geht es uns ja, dass auch die Wissenschaftler gehört werden, die zurzeit noch mehr oder weniger totgeschwiegen werden. Ja, das ist, also ich gehe hier mit einem guten Gefühl. Das freut mich sehr. Wie sieht es bei euch aus? Naja, also wir haben das ja jetzt übergeben und ich habe ja auch die Hoffnung gehabt, dass es eventuell irgendwas bewirkt. Allerdings, weil der Herr Schmidt uns ja gesagt hat, dass er der Meinung ist, dass der NDR die ja schon sehr kritisch berichtet oder besser gesagt neutral berichtet, gehe ich also mit gemischten Gefühlen nach Hause und denke, naja, vielleicht erreicht es jemanden, das wäre ja unsere Hoffnung. Kann es unser fester Glauben sein? Glaube ist mir zu riskant. Ja, und deswegen meine ich, es wäre schön, wenn es klappen würde. Ja, Petra Piotraschke aus Laboe. Oh. Ich bin hierher gekommen und was ich mitnehme ist, ich kann mich dem anschließen, was vorher gesagt worden ist. Und was ich denke, ist, dass wir als Bürger, wenn wir zeigen, dass wir eine neutrale Berichterstattung uns wünschen, dass dann auch immer mehr Redakteure und Redakteurinnen den Mut finden, sich vielleicht gegen ihre Vorgesetzten aufzustellen und dafür zu stehen, auch andere Berichte in den Medien zu veröffentlichen und bringen zu können. Und dass sie merken, dass es auch doch eine breite Bevölkerung hinter ihnen steht und sagt, habt den Mut, steht auf und sagt, dass das nicht alles neutral ist, was hier in den Medien gebracht wird. Und dafür bin ich heute hier. Und das nehme ich ein bisschen mit, weil es ist ein bisschen Mut, hat mir den Mut gegeben, weiterzumachen, auf die Straße zu gehen und meine Stimme zu erheben. Ja, den Mut. Wollt ihr vielleicht den Menschen da draußen noch irgendwas sagen, was ihr ihnen mitgeben könnt in dieser Zeit? Ja, ich probiert jeden Tag einen Menschen zu öffnen, dafür zu öffnen, dass er sich informiert. Ja? Ich habe am Wochenende jetzt gerade junge Menschen um mich herum gehabt, die leben alle, also da gehört mein Sohn dazu, in einer wirklich heilen Welt. Und er fängt jetzt an und recherchiert und dazu habe ich ihm jetzt erstmal ein paar Links geschickt, dass er anfangen kann. Und natürlich das Buch von Bakti. Sehr schön. Also im Prinzip steht da Tropfen hüllt den Stein. Ja. Wenn wir jeden Tag versuchen, Leute zu informieren, dann werden irgendwann alle informiert sein. Ja. Also ich kann nur alle auffordern, mein Name ist André Kerpers, ich komme aus Holzsee. Ich würde dir gerne mal den Käse mitbringen. Ja, sehr gerne. Und ich sage zu allen Leuten, die vielleicht das draußen sehen, Leute, informiert euch über die alternativen Medien. Und zwar alle, die nicht so problematisch sind. Ergänzung noch, diskutieren, habe ich festgestellt, bringt wirklich nichts oder nicht viel.
Das Entscheidende ist, die anderen Menschen darauf hinweisen, lasst uns erstmal den gleichen Kenntnisstand haben. Ich beobachte beide Seiten und bitte tu das auch und dann sprechen wir drüber. Also diskutieren ist Energie, oft Energieverschwendung oder führt zu Gräben. Und deshalb erst informieren, dann diskutieren. Ja. Alles klar, dann danke ich euch allen für euren Einsatz, euer Engagement heute mit der Petition und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Das hoffe ich auch. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Den Steuer